Manchmal gibt es Situationen, da hat man wirklich den Eindruck, die Welt um einen herum stürzt zusammen. Das Lebenshaus, was man sich aufgebaut hat, stürzt zusammen wie ein Kartenhaus. Hast du sowas vielleicht schon mal erlebt? Oder befindest du dich vielleicht gerade in solch einer Situation? Ich möchte dir einen Text empfehlen, den wir hier auf Gottes Haus veröffentlicht haben. Es ist ein Text über Noah. Noah ist jemand gewesen, dessen Welt im wahrsten Sinne des Wortes in den Fluten versank. Da blieb gar nichts mehr von dem übrig, was vorher da gewesen ist. Und es war ein schmerzhafter Prozess. Ja, es war etwas, wo er hindurch musste mit seiner Arche. Aber am Ende hat er etwas gesehen, was Gott für ihn vorbereitet hatte, kam in etwas Neues hinein, in ein völlig neues Leben mit Gott. Und ich glaube, dass wenn du in so einer Situation bist, dass Gott auch für dich eine Arche vorbereitet hat, mit der er dich durch deine Schwierigkeiten hindurchtragen will. Ich lade dich ein, die Geschichte von Noah zu lesen in 1. Mose und natürlich dir den Text anzuschauen, den wir für dich diesbezüglich geschrieben haben. Wir glauben, Gott hat mehr für dich.